Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. So, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da habt ihr am Ende dann gesehen, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, dass die PlayStation mir abgeschmiert ist und dass alles zunichte ist, dass drei Leute umsonst gebaut haben und jetzt habe ich hier schon mal so Schilder hingesetzt. Sorry, PS3 aufgehangen, ich werde sie gleich mal informieren. Ich helfe euch, also ich helfe jetzt jeden 5 Minuten lang, das wieder alles aufzubauen, weil das ist mir echt auch ein bisschen zu doof. Die bauen, sind fleißig und so. Und dann hängt sich diese scheiß PlayStation öfters mal auf. Oh, das kotzt einen manchmal an. Das tut mir dann leid für die anderen Leute. So, ich kenne das auch selber, wenn man so einige Sachen baut und dann kommt man wieder auf die Map und die Map sieht dann halt so aus. Es ist nichts mehr da. Ja, so. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Das ist ja ein tägliches Problem, das kann man fast schon sagen. Und ich muss auch mein Köpfchen anstrengend, dass ich immer speichere, weil ich habe automatische Speichern ausgemacht. Das liegt halt wegen Griefer. Deswegen, daran liegt das so, ne? Aber ich werde jetzt speichern. So, ich werde jetzt erstmal die Kollegen wieder einladen, die wahrscheinlich gleich erstmal so ein Gesicht ziehen. Gut, dass ich das hier nicht sehe. Aber ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. So, wer war denn gerade noch mal hier aus der letzten Folge? Mod GTA war am Hallenbad dabei, da hat er auch schon viel gemacht. Da werde ich ihm gleich 5 Minuten helfen. Ich werde jedem 5 Minuten helfen. Das wird so eine richtige Helferfolge hier. So, wer war denn noch hier? Ja, Monkey Rhabarber kam später zu. Der hat nichts von seinem Baufortschritt verloren. Der kommt auch wieder rein. So. Ah. So, warte. Oh, jetzt liest er das gerade. Oh nein. So. Ah, das ist echt doof. So, da waren nur noch zwei. Zwei Kollegen waren noch dabei. Venotrix war das, glaube ich. Und. Oh, wo sind sie? Wo sind sie? Nein. 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 Da. Venotrix. Und Wenke eigentlich. Okay, Wenke spielt gerade PlayStation. Spielt gerade PlayStation. Guckt gerade YouTube, habe ich gerade gesehen. Okay, aber ich helfe trotzdem. So. Dann holen wir mal. Laden wir mal Wenke nochmal ein hier. Vielleicht hat er nochmal Bock zu kommen. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Trotzon, ja. Trotzon müsste auch eigentlich mal wiederkommen. Wisst ihr was? Wir holen dafür mal Trotzon rein. Stimmt. Wenke ist ja gerade am YouTube gucken. Wahrscheinlich hier schön Dislikes auf meine Videos geben, weil die PlayStation immer abstürzt. So, jetzt. Wo ist er? Venotrix? Venotrix, komm mal hier hin. Venotrix. Zu mir. So. So, Venotrix. Ich guck noch einmal kurz ins Postfach, ob noch jemand mal mitspielen möchte. Schick Einladung, Trazon. Ja, okay, du kommst rein, du kommst rein. So, Trazon hatte ich ja sowieso gerade vor. Du musst ja auch noch was weiterbauen. Ach, da ist er. Hä? Der ist schon drinne? Ist ja immer cool. Auch nicht schlecht. Trotzdem, mein Freund. Yeah. Viel Spaß. So. Trotzdem 1 und 2. Hat er ein großes Haus, hat er da hinten, was weitergebaut werden muss. Trotzdem 2 hat diese Lavabahn gebaut am Freizeitpark. So, jetzt helfe ich aber erstmal Dings. Dings. Mod GTA. So. Aber das kann ja nicht sein hier. Wo ist es? Da ist es. So. Was soll ich. Ah, okay. Was ist denn das für ein Stein hier? Das ist doch der hier, ne? Machen wir erstmal schön den Boden hier rein. Das sah so schön aus, das Hallenbad. Und ich darf nicht vergessen zu speichern. Ja, ich vergesse das immer, weil ich dann ständig am Einladen bin. Ja, so als Chef von der Map hat man es manchmal nicht ganz so einfach.
aber ich will mich nicht beklagen. Ich bin ja froh, dass alles so gut läuft. Außer manchmal die Abstürze. Also das aktuelle Bauteam ist momentan auch sehr spitze. Da kann ich nichts Negatives zu sagen. Es gibt immer so ein paar Spinner, die irgendwie ja, Mist machen. Aber zu 99% ist das eigentlich immer alles Paletti. Ich weiß gar nicht, wie weit muss ich denn hier hinten? Der hat hier ein großes Becken hier, ne? Ach, 5 Minuten, muss ich mal gucken. Okay, jetzt habe ich mal kurz auf die Uhr geguckt. Ah, wir können auch ein bisschen länger helfen. Weil Wenke jetzt gerade YouTube guckt anscheinend. Da, wenn ich sehe, dass ihr was anderes macht, dann schicke ich eigentlich keine Einladung. Nur wenn ihr gerade Minecraft spielt, dann schicke ich euch eine Einladung. Wenn ihr hier noch was zu bauen habt, dann kriegt ihr von mir eine Einladung und könnt ihr gerne hier zustoßen. Oh, Benno Trix, was ist los mit dir? Internet-Problems? Ich weiß nicht, wie groß das Becken war. Das hier alles noch, ne? So, ne? Ist das richtig, Kollege? Ja, ich glaube schon. Ja, weil das Becken war links ganz schön groß. So, so, so. Dubi, dubi, dam, dam. Nein, warum verlassen wir das Spiel? Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Dass gleich wieder irgendwie ein Absturz droht oder Minecraft in den Offline-Modus wechselt. Das habe ich auch schon öfters. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Da haben wir wenigstens den Speicherfortschritt noch. Aber wenn es mich dann auch komplett rauskickt, das ist dann richtig nervig. Aufnahmeknopf ist gedrückt. Oh, das leckt hier schon so komisch rum. Ich werde, wenn ich das fertig habe, erstmal direkt mal speichern. Ja, ja, ja. Ja, das ist manchmal schon Krampf hier. So, 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 so. Aber was soll's. Das Spiel macht halt süchtig. Minecraft spiele ich ja am öftesten. Eigentlich spiele ich es hauptsächlich eigentlich nur, wenn ich aufnehme. Weil sonst habe ich überhaupt keine Zeit, das noch privat irgendwie zu spielen. Weil von wegen hier Real Life, Arbeiten, da bleibt das halt auf der Strecke. Und man spielt ab und zu auch andere Spiele. Momentan spiele ich auch Grand Theft Auto. Grand Torino, ne. Sag ich doch, Grand Turismo. Ja, Grand Torino ist ja der Film. Grand Turismo 6, das spiele ich auch. Und dann beweg dich, Modgar, beweg dich. Ich speichere ab. Das sieht mir wieder komisch aus, wenn er sich nicht bewegt. Speicher ab, Mann! Boah, nee, jetzt hat sich das Spiel schon wieder aufgehangen. Ey, ich fress einen Besen. Ah, da waren schon gerade diese Anzeichen, dass die Leute rausgeflogen sind und dass Mod GTA sich nicht mehr bewegt hat. Ey, ich kack ab, ey. Das war doch gerade erst. Das war vor. Also in der letzten Folge war das. Ich nehme hintereinander auf. Das war vor, was weiß ich, vor 10 Minuten war das schon so. Da war alles weg. Jetzt wollte ich speichern, jetzt geht's wieder nicht. Boah. Boah, dieses Spiel manchmal, ne? Ey, das ist echt meine Leidenschaft. Ein Spiel als Leidenschaft, auf jeden Fall. Boah. Boah, ich könnte kotzen gerade wieder. Ja. Leute, da würde ich mal sagen, dann muss ich mal wieder einen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Boah, leck mich, ey. So, da bin ich wieder zurück. Erstmal die ganzen Kollegen wieder eingeladen. Boah, ich könnte brechen. Hier, ich könnte nur noch so rumlaufen. So. So. Kopf nach unten. Ah, Mann, ey. Die immer diese Abstürze. So. Dann fangen wir jetzt halt nochmal an zu bauen. Ey, da kommt dieses automatische Speichern auch gar nicht mehr zwischen, wenn das so oft abstürzt, ey. Ah. Oh. Man kann es ja so einstellen, dass es nach einer Viertelstunde speichert. Früher kann man es leider nicht einstellen. So, jetzt sind wieder alle dabei. Ich hoffe, jetzt läuft es mal stabil. Das kann doch echt nicht sein manchmal. Guckt euch das mal an, wie langsam sich die Welt aufbaut. Das ist heute wieder eine Katastrophe. Wenn das heute jetzt normal abstürzt, ey, dann spiele ich gleich was anderes. Boah, ich raste aus hier. Ich raste aus!
Ach, ich nehme mich ja noch ein bisschen zurück, weil ich in der Aufnahme bin. Offline sieht das schon ganz anders aus. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Boah. Also dieses Spiel, das verarscht einen manchmal nach Strich und Faden. So, ach, da sind wir wieder. Guckt euch das an. Es ist wieder alles, nix fertig. Boah. Lecco mio, Mann. Lecco mio, echt. So. Letzte Mal, also wenn das jetzt nochmal abstürzt, dann mache ich erstmal eine Pause. Dann spiele ich erstmal was anderes. Weil dann brauche ich auch mal, dann spiele ich was anderes. Dann brauche ich mal Spiele, die mal stabil laufen und nicht immer hängen bleiben und alles dann für den Arsch war. Gerade in Minecraft, wenn man so viel baut und das ganze Sachen sind dann weg. Ich reg mich immer wieder aufs Neue auf. Das war ja schon ein paar Mal so. Ich glaube, das Krasseste war allein schon das mit dem Museum. Also wer diese Museumsfolgen oder die Folgen um die Museumfolge so mal abcheckt oder gesehen hat, ey, der weiß, das war so krank. Wir haben das ganze Museum gebaut. Dann ist in die PlayStation abgestürzt. Da war irgendwie so ein Update. So, ich hatte auch zwischendurch gespeichert. Das weiß ich. Ich hatte drei, viermal gespeichert zwischendurch. Dann schmiert die PlayStation ab. Wir kommen wieder auf die Map. Ich, Jonas, und da war noch jemand. Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste mal die Folgen abchecken. War auf jeden Fall, ja, also lustig anzuschauen. Aber in dem Moment, ich hätte mich verbuddeln können. Das ganze Museum war weg. Das war weg. Es war nur eine grüne Fläche da. Ja. Und da waren wir alle down. Dann haben wir auch erstmal ausgemacht. Ich glaube, ich habe da so ein paar Tage danach erstmal nicht mehr Minecraft gespielt. Weil ich hatte keinen Bock mehr. Weil da, ich hatte dieses Skelett da gebaut. Dieses T-Rex-Skelett. Der Jonas, der hatte das ganze Museum, die Wände hochgezogen und was nicht alles, ey. Oh, die Fenster komplett reingesetzt. Weil das ist ja auch ein Riesenteil gewesen. Ne, da hatten wir alle keinen Bock mehr. Da konnten wir auch alle dann verstehen so. Dann habe ich echt ein paar Tage erstmal Pause gemacht. Das war das Krasseste. Das ist jetzt hier auch natürlich doof, aber das kann man damit nicht vergleichen. Das war, ist hier gerade mal ein Bruchteil hiervon. Alter, was ist das jetzt schon wieder? Ist ein Fehler aufgetreten? In Minecraft, du kriegst gleich mal einen Fehler von mir, einen Gesichtsfehler. Ey, hier mal kacken, Mann. Spiel speichern? Hier, Spiel speichern. Willst du wirklich mit dieser aktuellen Version, also das jetzt, wo wir gerade uns hier befinden noch, ne, in dieser Halle, ne, dieser Welt, alle früheren Speicherdaten für diese Welt überschreiben? Natürlich würde ich das gerne machen. Dann wären schon mal diese ganzen Blöcke rechts, die ich da hingesetzt habe, gespeichert. Ne, so verstehe ich das doch, ne? Also wir verstehen auch alle Deutsch. Dann drücke ich mal OK. Oh, wenigstens ist das gerettet. Ach, ein Glück. Minecraft ist so ein starkes Spiel. Oh, ich freue mich richtig. Ach, ist nicht so schlimm. Ist nur abgestürzt. Ist aber alles gespeichert. Und jetzt hier, jetzt steht dieses Scheißspiel verlassen da schon wieder. Und jetzt kann ich hier. Das verschwindet sowieso nicht. Ich muss die PlayStation sowieso, also das Spiel sowieso jetzt beenden. Und es wird nichts gespeichert. Das ist immer dasselbe. Anstatt mal jetzt dieser Scheißbalken von links nach rechts wandert, ne? Und das mal abspeichern würde, dann würde ich sagen, ja, wenigstens wieder nicht umsonst gebaut. Ist zum dritten Mal jetzt umsonst gebaut. Oh, nee, ey. Boah, nee. Wenn ich den Bildschirm schon sehe, ne? Da passiert doch nichts. Ich könnte das jetzt hier, wie. Ich lasse es jetzt mal, ich lasse es jetzt nochmal, keine Ahnung, 2, 3 Minuten so stehen. Einfach nur mal testhalber, ob da überhaupt was passiert, weil ich glaube, da passiert nämlich gar nichts, weil ich hab da schon mal 2 Minuten wie so ein Doofmann drauf geguckt, auf dieses Spiel verlassen mit dem tollen Hintergrund, aber das Spiel, das speichert ja nix. Boah, nee, ey. Ey, das kann doch nicht sein, ey. So viel Abfuck in so einer kurzen Zeit, das war jetzt innerhalb von was war das jetzt? 20 Minuten, 3 Abstürze, dreimal umsonst was angefangen zu bauen. Boah, nee, das gebe ich mir jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt habe ich erstmal keinen Bock. Boah, nee. Das kann doch nicht sein, ey. Dann wechsel doch wenigstens in den Offline-Modus. Dann ist das wenigstens gespeichert. Dann lade ich die ganzen Leute nochmal ein. Und dann bauen wir halt weiter. Aber nicht wieder so eine Scheiße, wo ich dann wieder auf die Map komme, wieder da spawne, wo ich 3, 4 Mal schon gespawnt bin, wo nichts ist. Und dann darf ich wieder anfangen zu bauen. Und dann stürzt das wieder nach 5 Minuten ab. Nee, leck mich hier, echt, der Minecraft. Leck mich. Das kann nicht sein. Boah, ich bin jetzt echt ein bisschen sauer. Es tut mir leid, Leute. Aber das so demotivierend. Also, das ist verlorene Zeit. Was mache ich denn dann hier? Boah. Also, ich ärgere mich, aber ich ärgere mich auch eigentlich viel mehr für die anderen Leute, die hier schön was bauen. Und dann jedes Mal diese Scheiße nicht gespeichert wird. Und dann kommen die wieder auf die Map und dann können sie wieder alles neu bauen. Ey. Das kann doch nicht wahr sein hier.
Unglaublich, Minecraft. Ey, meine Güte, weiß gar nicht, woran das liegt. An dem Multiplayer-Modus oder was? Oder ist die Map einfach zu voll gebaut? Dann macht nicht so große Maps, die man voll bauen kann. Dann macht die Maps kleiner. Keine Ahnung, wenn das vom Speicher alles nicht hinhaut. Aber lass dieses Spiel nicht so 2 Millionen Mal abstürzen, ey. Boah. Ey, das. Alter, nee, das geht mal gar nicht, ey. Hier, da passiert ja nichts hier. Nichts passiert da. Gar nichts. Ich weiß gar nicht, was der Scheiß soll. Toll. Ich kann einfach so machen wieder. Und dann kann ich einfach das Spiel verlassen machen. Toll. Und dann ist wieder nichts gespeichert. Hier, super. Super Sache. Wir bleiben ja super Option. Vielen Dank. Boah, nee. Ey, das ist echt nur noch zum Lachen, ey. Das geht mir gar nicht mehr, ey. Ey, da kommt man sich doch einfach nur noch blöd vor. Ja, dann verlasst doch auch das Spiel. Steht doch alles da, ist doch alles vorbereitet. Der Hintergrund, es läuft doch noch relativ flüssig, ist irgendwie an nichts aufgehangen, aber der kriegt das Spiel nicht gespeichert, oder wie? Weil ich da jetzt 20 Blöcke gesetzt habe, kriegt er das nicht gespeichert von seiner super Rechenleistung, oder wie? Mann, oh Mann, ey. Boah. Ja, wer ist Notch? Ja, schön. Schön, dass ihr mir da unten alles einblendet. Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Ihr sollt mal hier die Sachen speichern, die Leute in mühevolle Arbeit da bauen und ihre Zeit investieren und nicht so eine Kacke darunter schreiben. Boah, nee. Nee. Nee, das bringt aber nichts mehr. Ich werde jetzt die ausmachen. Ich werde die PlayStation ausmachen. Ich werde jetzt was anderes spielen. Ich werde jetzt, keine Ahnung, Gran Turismo spielen. Einfach ein bisschen fahren und sich nicht so aufregen. Mann, ey. Heute ist echt wieder extrem. Liegt vielleicht daran, dass heute ein Sonntag ist, dass alle irgendwie online sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kackt das hier alles ab. Jetzt tut mir echt leid, für die jetzt auf der Map waren. Bauen wir halt nächstes Mal weiter. Das bringt halt nichts. Das bringt halt nichts. So, jetzt habe ich auch keine Ahnung, wie viele Minuten rum. Ich hatte ja noch einen Cut drin, auch nochmal wegen diesem Absturz. Ich habe keine Ahnung. Ja, Leute, da seht ihr immer, ich denke mal, ihr kennt das auch von Minecraft, die auf der PlayStation 3 Edition, dass das ab und zu mal so rumbackt. Ich weiß nicht, ob er so extrem ist, wie jetzt in 20 Minuten dreimal runtergefahren, aber ich habe ja noch nicht mal 20 Minuten gebaut. Ich muss ja noch einladen, ich habe da vielleicht von 10 Minuten gebaut und dann hatte ich da 3 Abstürze drin. Was ist das denn? Mann. Ja, Leute, ich bedanke mich aber bei euch trotzdem erstmal fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Also habt ihr auch mal jetzt hier meinen Mini-Ausraster gesehen, so wie ich es mal nenne. Aber es geht manchmal gar nicht anders, weil dieses Spiel einen nach Strich und Faden manchmal verarscht. Aber ist jetzt auch egal, ist ja nur ein Spiel. Und ja, wir sehen uns halt im nächsten Part wieder. Da habe ich mich dann wieder beruhigt. Ich spiele jetzt erstmal was anderes. Bis dahin. Ciao.